Okay, auf geht's. Ja, super. Dann machen wir das doch so. Was? Ach so, ja, stimmt, da oben war ja was. Was ich das letzte Mal nicht mehr bewegen konnte. Aber jetzt. I think you've got what it takes to solve this case. Nice work, Rookie. Now we gotta fix the next one. Okay. Wasser. Ich brauche Wasser. Genau, jetzt ist es da unten. Aber ich brauche. Jetzt lässt es sich nicht mehr nach oben bewegen, ne? Warte mal. Lässt es sich wieder nach oben bewegen, wenn ich das hier wegmache? Ja. Okay. Ich hoffe, diesmal bleibt es einfach so, wie es soll. Blöb. Okay. Boots. Und jetzt geh. Da ist das. Die kann ich immer bewegen. Und das hier hätte ich jetzt aber gerne wieder unten. Und das geht jetzt wieder nicht. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Dass ich das hier jetzt nicht mehr bewegen kann. Das war letztes Mal auch schon das Problem. Ich tu mir das mal in den Rucksack und kann ich Exit Game. Kann ich zurück ins Hauptmenü? Nee. Ich exite mal das Game. Also ich habe mir das da jetzt da rausgenommen. Exite mal das Game und wir gehen gleich nochmal neu da rein. Ich hoffe, es lädt mich jetzt einfach in diese Hub-Welt oder ich starte. Kann ich? Genau, ich starte es nochmal von hier aus. Mal sehen, ob das funktioniert. Mal gucken. Auch nicht. Was seht ihr jetzt? Ah ja. Okay. Hey, ready to head back to school? Go ahead and grab your ID. Ja. Erstmal wieder Small Student Mode. Genau. So, meine ID. Oh, it's you. Scan your hand and I'll send. Okay. Auf geht's. Und dann gehen wir gleich wieder dahin. Wir versuchen's. Okay. Jetzt müsste ich doch. Okay, er hat's nicht gespeichert. Nice work, Rookie. Now we gotta fix the next one. Das ist das Problem. Ist das eigentlich ein Flummi? Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich das im Dings habe. Okay, also. Ich habe das Gefühl, wenn ich. Nein. Wenn ich das hier unten habe. Hier geht das ja auch nicht mehr weg, wenn ich. Jetzt ist es da eingerastet. Ich glaube, das hier ist ein bisschen buggy.
Brauche ich das, um jetzt weiterzukommen? Ich glaube. Da steht halt dieses eine Zeichen. Ansonsten, im Café habe ich alles. Measure Wing. Creation Wing. Visualetics. Ja, also um in der Story weiterzumachen, muss ich das da oben irgendwie hinkriegen. Mein Problem ist, dass das dann immer feststeckt. Hey du, willst du das? Nein, ist das nicht das, was du willst? Für deinen Freund, ist es das? Oh. Ist es das? I almost got that one. These are perfect. Thank you. Das war's, was er wollte. Okay, I guess this is it. Oh, who am I kidding? I can't just go up to Honk, hand him flowers and say, blah blah, I like you. Doch. This is going to be a disaster. Du schaffst das. Really feel like I can do it. Yeah. Oh wow. Right. I'm as ready as I can be. But I can't do this alone. Meet me in the lounge and I'll explain. Lounge? Wo war noch mal die Lounge? Okay. Also, Lounge war da oben, okay. Das hier ist ein bisschen... Du nervst! Es bewegt sich. Es hat sich bewegt, okay, okay. Steine. Wir nehmen das hier raus. Komm her. Leg dich mal da unten hin. Okay. Und jetzt... Nein. Das hier wollte ich. Es braucht einfach ewig. Mann. Noch ein Stück. Yes. Okay. Deine verrückte Lache hilft überhaupt nicht. A manual? What does it say? Take a look, detective. Ja. Also Step 1. Step 1. Twist in the case. We've been following a false trail. Oh, fickle, fickle thing. But I knew ah, da ist dieses Ding. Not everyone could pull off the concealing panel, but the rookie could. I knew it in my insides. Also, ich könnte wahrscheinlich das hier. We found the keyhole. But where was the key? Ahem, Zanisha, Prismy. That is the statue of Ewan Cosmonius. You cannot tamper with it. We gots to. See? Once we find the key, we can reboot the school and save the day. Hmm. I see. And where might this key be? I have no idea. Ich kann das Ding bewegen. It was in a classroom. We would have noticed it. Where could it be? Well, Glob's office. Surely he would have used the key. 8946. I see. Well then, time to search Glob's office. Come, Prismy. This way, we will deal with this. Okay. Oog, have you bamboozled Principal Glob into opening this door? Not yet. I've tried reasoning, trickery, and villainy. But, I have an idea. You go on, Oog. The fire suppression systems have been more... fire creation systems? But I can't access it. I see. Desperate times indeed. Well, while the principal's office is guarded from interdimensional interference,
The fire alarm is not. What's this? Prax the rule breaker? Go on, newbie. Glob will be fine. Who don't burn? Automated sprinkler system is deploying. Ah! Open up at once, intercom. Ah! Help! Help! Okay. Ciao. Da ist der Key. Oh, put out the fire. Ja, machen wir doch. We require your key to the school. Yeah, give us the maintenance key. Maintenance key? That's a ceremonial key. It was given to me by you and our Cosmonius. It's very important, official and fancy. Toll. Darf ich ein Foto von mir, dir machen? A picture for the yearbook, I suppose. Sehr gut. Did you get it? Ja, danke, das war das Letzte. I do believe that's our key. Snag it. Ah, yes. I am your principal glob. Hi. We kind of got off on the wrong goo. Don't suppose we could start over? Einfach Leute nass machen. The accident is the reason the school doesn't have a bathroom anymore. And oh, I'll leave it at that. Hmm, okay. Cosmonius High is known far and wide as a great school. So maybe we don't report the meteors thing. I do believe that's our key. Snag it. Oogs, helping you run the cafe? Oh dear. Oogs' gooblings were all very well behaved. The youngest ones are always troublemakers. It's a ceremonial key, not the key you're looking for. Okay. That's not the key you look. Oops. Wo hab ich's hingeschmissen? Ah. No! Not the key. It's one of a kind. Okay, tschüss. Oh. Well, I wish to have words with Principal Glob. You take the key back to the statue, Prismy. You got the key, newbie? Bring it back here! Okay. Welcome, you win our Cosmonius. Please enter your passcode. A passcode? How are we supposed to know the passcode? Hang in there, new kid. 8946. I would look at what someone else thinks. 8946. Ach. Passcode accepted. Whoa. New kid. Okay. You did it. You're a real master. This must be the secret reboot. Go in! Go in! Yeah? Amazing! This is the core of Cosmonius High. You've got to reboot the school. Just give us a wave if you need help. Was ist das? You win. Learning to be a memory. Memoir? On first contract, on the day of dimensional chaos, Trisk Skippers emerged over my home on Bobtune and changed everything. Recall that before the Trisk appeared, Bibip and Flan were on the brink of conflict. The challengers around the Trisks appear unified us. It is my conclusion that you feel well. Meine Güte. Sind das Wörter, die man normalerweise kennen sollte? On a large scale of forsters, corporations, and eventually cohesion and community. Perhaps one day I may put it to the test. It would not be. Preparing report on new kid protocol. One moment.
It would not be hyperbole to say that working the greatest interdimensional gate project changed the course of my life. It was the first great cooperative endeavor involving three species, and my life's work became continuing such endeavor. The gate stands as tribute to what we can do together, no matter our different species, backgrounds, or perceptions of time and dimensions. I have but one regret. I haven't lived through... New Kid Protocol functioning as planned. New species has been accepted by other students. Wow. The tribulation of one first contact, I'm unlikely to experience a second. Somewhere out there in the great vastness of our beautiful universe are more undiscovered species. I have done what I can to assist with that new challenge when it arrives, even if I do not live to see it. Surely we will be able to adapt to whatever change ahead. Das habe ich übrigens schon die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf, dass ich glaube, was soll ich das einfach drücken? Oh ja, okay. I am functioning at 100% capacity. I need to be reset. Dass ich ein bisschen... Ja, genau. Du runnst das New Kid Protocol. Was ist denn mit dir? Ach, muss ich dich auftauen? Ja, wahrscheinlich. Ah. Oh. Ah, und dann muss ich dich wieder einfrieren. New Kid Protocol has priority. All other protocols suppressed. Also ich denke, dass das vielleicht einfach, weil wir eine neue Spezies sind, das Protokoll für unsere Spezies ist, so ein bisschen. Okay, also ich gehe davon aus, dass ich... Ah ne, warte mal. Das hier brauche ich ja eh gleich wieder. So, ich pack das jetzt auf die Höhe. Das packe ich auch auf die Höhe. Und jetzt... Oh, warte mal, ich glaube, ich muss doch so machen. Beweg dich, beweg dich. Okay. Nein, falsch. Jedenfalls, dass der ganze Quark nur für uns inszeniert wurde, damit wir lernen. Oh. Damit wir lernen und adapten können. Komm schon. Okay. Das jetzt. Okay. Nein, ich möchte gerne das hier. New Kid Protocol Danger Assessment. Low. Annoyance Assessment. Off the charts. Ah, okay, verstehe. Ich muss das erst runterfahren, dann das hier wieder kleiner machen. Damit ich das hier runterfahren kann. Jetzt das hier runterfahren. I am functioning at 100% capacity. I don't need to be reset. I'm just running the New Kid Protocol. Zack. Und jetzt hier.
Und jetzt? Forced restart. One moment, please. Okay. Okay. Prismy, I am delighted to inform you that the new kid protocol has ended. I am once more functioning normally. How do we know you're really better? Well, the meteor shields are running at zero. Oh no. Damage. Alrighty. Thank you, Prismy. And now, a message from our founder. Hello, students of the future. Allow me to welcome our new species. I'm sure you have questions. Not to worry. A special dimension of the sports dome awaits, with an even more special school-wide assembly. This is so weird. Whoa. It's so cool. Go on through. We'll see you there. Warum wusstest du, dass ich Dings sein würde? Einer mit so vielen Powern, die man erstmal adapten müsste. Wenn du nicht... Now let's see what Cosmonius has to say. It had better be good. Back in my day, Trisk, Bippets, and Flan were brought together by mutual danger. Now you felt the same thing. I am certain the accidents, malfunctions of the new kid protocol have brought you all together. What? New kid protocol? The new kid protocol has been completed successfully. The school AI has been restored. In honor of your new friendships, I have unlocked funds for a school-wide celebration. Enjoy the new kid dance. Was steht da? The founder of the school made everything go wrong on purpose? That is wildly irresponsible. Agree. New kid protocol requires update dramatically. We still get the new kid dance though, right? Right? Suppose new kid dance acceptable part of the protocol. Prismy, welcome to Cosmonius High. Yay, you did it! Danke, ich habe gerade ein Achievement gekriegt, dass ich's durchgespielt habe, glaube ich. Mensch! Yay! Alle tanzen! Okay, alle sind happy. Are we supposed to find out who the new class president is soon? Yes, Hank is checking the votes now. She's up there, in the cafe. Okay. Soll ich nochmal mit allen reden oder was? Hi, tanz. Ja. Oh, you sparkle when you dance, Prismy. It's so cool. Wanna take a selfie? Ich sparkle, wenn ich tanze? Is Principal Glob still hiding in his office? Nope. I think he's in Coach Lenny's office. With the other teachers. Sparkle gar nicht. A dance? Really? Yes. Oder sparkle ich, wenn ich sage, ich tanze? Irgendwie nicht. Das hat nicht funktioniert. Long story. There's always the specs to deal with stuff like the Doomfather and the Worldender.
Okay. No. Oh. Mensch. Cool. Oh, ups. Old Star. Ja, das weiß ich nicht, was die hier wollen. Wir gehen mal hoch zum Café und reden mit denen. Just after we finished voting for student president, but you should still get a say. Who would you like to vote for? Den mag ich lieber. I knew I could count on you. Great! So that's everyone. Intercom, who won? Who is the new student president? They both did! Congratulations to our new student co-president! What? Are we sure the intercom is fixed? There's 13 of us. How could the votes be even? Easy! I voted for you, Peg! What? Well, of course! Pink's the best! Gotta go bye! There must be a way to fix this. I heartily agree. Well, at least if we're in charge, we can change the rules about ties. A fine idea, my dear Flan. Okay. Die sind happy. Alles klar. Hey, du! Oh, Prismy! The new kid dance is a great time to get pictures of everyone. Don't forget to bring them to me or Leetan. Huh. Where is Leetan? Wollte ich auch gerade fragen. Hier, guck, ich habe noch ein Picture für dich. That's a thing. Was? That's a thing. Das war doch... Ah, vielleicht hätte ich... Muss ich dir das später geben. Nicht jetzt. I do have a renegade streak. Well, let's not go too far, but I think this could be the beginning of a beautiful friendship. Das klingt doch nach einer guten Idee. Okay, cool. Prismy, congratulations on completing the new kid protocol. I am thrilled to return to running the school properly. Though setting the blackboard on fire was fun. Okay. Was sagst du denn zu sagen? Well, don't mind if I do. I have sweet moves. Let us groove. Yay! Ich kann also mit jedem zusammen einmal tanzen. That was delightful. You are an excellent dance partner. Mehrfach. Ah, congratulations, Prismy. The school is restored. I shall commend all your work in my complaint to the school board. Okay, cool. Peng, ich will mit dir auch tanzen. Mann. Schade. Was ist mit... Warte, du bist Peng und ich möchte aber mit dir tanzen. Hi. You wanna dance with me? Ja. You need Merguniverse cards to dance with me. Was? Ich hab doch schon... Mir fehlen nur noch drei, Mann. Ey, mir fehlen nur noch drei. Ganz ehrlich. I guess you did level pretty quickly. I wouldn't say no to having you in my Gooniverse deck. You'll need to go back to the rest of Cosmo High if you want to find all my Gooniverse cards. Okay. Ey, Ock! Ock, Ock!
Lass uns tanzen. Oh my goo, how dare. So dear old Cosmonius had a sense of humor to him. Nice. Boots. Good to know I'm following. Oh, newbie. I've never seen this side of you. Is this true love? Was? Just kidding. Was? I had you going for a second, didn't I? I mean, his globness definitely broke the AI. Don't know how. It's kind of sad. This would be an epic prank if it were on purpose. Oh my goo, how dare it? Yes, let us show these folks how it's done. Yay! Tanzen! Oh, newbie! I've never seen this side of you. Is this true love? Just kidding. Ja, tschüss, Org. Hey! Tanz mit mir! Ja! Yeah. Woo, 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 woo! Sweet moves, friend. We did it, new kid! Who would have thought it was Cosmonius behind it all? Marty's going to tell Honk how they feel? Oh. Hey, können wir auch einmal freundschaftlich tanzen? Es ist nur freundschaftlich. The new kid wants to dance? Baller. Lord, did you say something? No, no, nothing. Have fun. Es ist nur freundschaftlich. Dance is good. Big party energy. Wonder what Lord is thinking. Oh. Seems like they have heavy thoughts. Ach, Lord. That's nice, but maybe we can dance later. Oh. I'm sure he's trying his best to fix things. Don't you think? Nein. Wow! What a first day. Kind of makes me want to take a nap, if I'm honest. Machen wir später. Hey, ich tanze auch mal mit dir. Habe ich eigentlich noch deinen Hut auf? Nein. Gib mir deinen Hut. Ich will deinen Hut. Warte, habe ich doch deinen Hut auf? Hier. Kann ich jetzt mit dir tanzen? Oh. Yay! Well, newbie, it's been swell. Now, excuse me while I go keep an eye on Oog. Planet Ball is a conspiracy to make exercise seem fun. The rookie had solved the case with not a moment to spare. The nefarious Yuwen Cosmonius would be brought to justice. Posthumously. Danke. Mit dir habe ich schon getanzt. Wo ist... What a mess. New kid protocol. It was Cosmonius thinking. Difficult to understand. Believe intentions good. Execution, not so much. We cannot fix it, right? Right? Certainly. Now that I know what the problem is, this will be easy. Concur. Happy to assist. Fixed in no time. Oh, good. Well, we have you to thank, Prismy. Indeed. Kann ich mit... I love all my students. Oog is just, expressive in their way. Usually at my expense. Ach, oder ist Oog their, they, them, goo? I was unaware of the new kid protocol. Every day you learn something new is a present. I mean, hey, did I say that right? Lass uns tanzen. Ja. Komm schon, tanz. Yeah. Du deservest das gar nicht. Du hast geholfen, jedenfalls. Lass uns tanzen. Boogie, Oogie Boogie. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie der geht. Okay. You and Cosmonius' intentions good. Execution suboptimal at best.
shall significantly rework New Kid Protocol. Yeah. The concealed AI core certainly explains why Cosmonia's statue utilizes 86% of school power. Admire Yuan. Also enjoyed experimentation. Wink can indicate affiliation with Boptunian underground. Use Wink with caution. Okay. Hey! Ask me about Cosmonius High when my goo isn't quivering with rage. Okay. Oh, you and Cosmonius has much to answer for. My chandelier to start with. A few coral pieces are still missing from auditoriology. Stimmt, da gehen wir als nächstes, glaube ich, hin. Ja. Kein Problem, das kriegen wir hin. Tanz mit mir. Los. Oh dear. It seems the prisoner's boss has crashed into the school. Wrong timeline there, Nesky. Adjust forward a bit. Ah, lovely day for a spaceship attack. What? Ich möchte mit ihr... Ich kann nicht mit ihr tanzen. Intercom? Mit dir darf ich nicht tanzen. Do I get tired? Das wollte ich nicht fragen. Trying to remember all the jobs I do around Cosmonia's High. Well, I'm not sure what this is all about, but it seems like it's fixed now. So, good job. Danke. Tanz mit mir. Yay! Good to let off some steam. You did good, kiddo. Was ist mit dir, Nesk? Congratulations, Prismy. Oh, it's quite a relief to be here in time for the party. Lass uns tanzen. Dancing is a great way to express yourself and your feelings. Ich mag den. Cool. Okay, ich glaube, wir haben jetzt mit allen getanzt, außer... So they know? Yes, the students aware of previous life has been... My goodness, how are we going to keep this contained? Not to worry, used laser glasses. The students now compliant. You did what? The demonstrated power of science and guile. Oh, you are gonna clog my goteries. Okay. Ich habe eine Vermutung, wo unsere letzte Freundin sein könnte. Nämlich hier. Oh, do you realize there's a new hot sauce? Flaming lips. Auf geht's. Oh, hey, new kid. Oh, dich habe ich vergessen. Hi. Dich auch. Hi. It'll be nice to have things back to normal. Right, Glenn? Yes. Leaves more time for important things. Like contemplating gloom. Tanz mit mir. Yay. You... dance with you? I guess. Sure. Yay. You know, Prismy, I think... That was exactly as mortal. What about our interactions makes you think I would do that? Was ist mit dir, Litan? You did good, new kid. Glad we don't have to worry about the chandelier falling on anyone. A dance? Sure, why not? Yay! Und du? I mean, there has to be a way to fix the AI, right? Like, reboot it or something? Yeah. Oh, hey, you were really, brave. Smart? I don't know. It seems like you did a lot of work. Aww. What? I think bleb watching is more my speed. Süß. Ich nehme mir mal einen Ball mit, falls ich noch auf irgendwelche Wisst ihr was? Ihr seid von den allen irgendwie schon welche, die ich sehr mag. Doesn't it get depressing to be so grim all the time? I am one with my darkness. It is not depressing. It is my essence. I want an essence. Aww.
und Bleb. Die mag ich am liebsten. Okay, ich glaube... Okay, ich glaube, wir haben soweit hier alles. Dann lasst uns gehen. New Kid, you did it! You saved Cosmonius High! Your hard work fills up my heart big, and I'm very happy and proud. Up top! Ich bin auch sehr happy. Now we can do more things. Like assignments. Your backpack is your buddy, and will help you see what's left. And you can always get back to the New Kid Dance Party under the statue. Okay. Okay, also, ich wollte gerne ihr das letzte Foto geben. Hey! Ich hab ein Foto von unserem Principal. Really got his goose side. Well, we're almost done. Wer fehlt? But New Kid, we need a picture of you. Oh, stimmt. Ich gehöre auch dazu. You'd better get my good angles. Hallo, ich mache ein Foto von mir selber, Mann. Ich möchte... Warte mal. Ich möchte ein Foto von mir machen, während ich mit Tee habe. Während ich Tee habe. Ich möchte Tee. Whatever. Ich versuche kein Foto von dir zu machen. Mann. Ich versuche doch nur Tee zu machen. Hoffentlich geht das jetzt wieder. Ja, es geht. Okay. Hihi. Tee. Prost. Okay, cool. Das fühlt sich nach mir an. Okay. Du hast recht. Es fehlte noch ein Foto. Hier. Oh, Prismy. You look great. Nice selfie work. Danke. Hey, looks like we have all the pictures. Ja. Time to put them together. See you in the grand hall with Pink. Okay, machen wir. Warum ist hier noch nichts gewachsen? Wachse. Leute, wir haben das Hauptspiel durch. Ich würde aber gerne einfach noch ein bisschen weitermachen. Und halt machen, was man noch so machen kann. Also, genau, ich muss mich... Have you ever seen a bleble? It's a bleb. Also, ich muss noch 3 von denen suchen und 20 Blebs fehlen noch. Die werde ich jetzt nicht alle finden, keins von beiden, aber ich werde die Sidequests machen. Die Sidequests auf jeden Fall. Und hier noch ein bisschen. Ich gehe jetzt erstmal. Hazard. Butz. Ich wollte eigentlich das hier auswählen und das hier aufmachen und Musik spielen gehen. Auf geht's. Ich hab nämlich... Now, lift the baton. Move it like so from left. A true guru classic. Let's begin. Thank you.
wonder if Honk will come to our next concert. Hm, bestimmt. Cool, wir haben alle Lieder gespielt. Sehr schön. Okay. The Yeetles. Lustig. Okay, I wish that I was an NPC. That would be great. Du bist ein NPC. Okay. Ich glaube, damit haben wir hier soweit alles fertig. Miau. Warum machst du denn noch Feuer? Warum machst du denn noch Miau? Ich wollte Feuer haben. Burn, baby, burn. So. Wenn wir irgendwo vorbeikommen, wo wir aufräumen können, machen wir das natürlich auch. Und ich rede auch noch mal ein bisschen mit den Leuten. In Haigu, even art cannot justify the existence of Twinkle Glitz Pop. Come to join my contemplation of empty space? Very well. Okay. I bet DJ Pulsar hated high school too. I'm sort of surprised you're still looking for my insight. Are you also overwhelmed by the vastness of the world? Manchmal. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist draußen. Hey, Gu. Ok. Have you ever seen what happens when you add Bouncium to a mini rocket? Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. That was good. Hi. Singularity is her biggest hit. It's been in the top 20 for 79 weeks straight. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wo ich mit den Leuten rede, was die dann sagen. Okay. Genau, also. Das ist so ein bisschen ein Problem hier. Kann ich das da nicht so von oben irgendwie da rein tropfen lassen? Ah. So funktioniert das. Genau. Nein, ich wollte das hier aufmachen. So. Okay, jetzt ist er hier unten. Ach, come on. Einmal was sehen. So, und dann das hier unten. Oh, wait. Ich muss das da wieder umklappen. So. Komm her. Kleiner Freund. Komm schon. Du schaffst es. Hallo. Ein Eulblepp. Toll. So, oh. Ich. Huch, hier sind ja mehrere. Okay, das ist Friends Mixtape? Warte mal, das haben wir schon gehört. Sind die jetzt alle, die wir gefunden haben? Dimensional Tour. Gooniverse. Und das hier, Case irgendwas. Sky over Los Cosmos is in turmoil, a swirl of stars.
That could only mean one thing. It was almost time for Astral to run. As I strolled into the observatory, the garbled chatter of Miss Specs became clear as sunlight through the clouds. She was distressed, you see. No other way to say it. She was distressed, I say, because she had lost her backpack. I suspected foul play, but didn't want to alarm the victim. Who knew what diabolical plot might be afoot? So I asked her when she noticed that her backpack was gone. I don't know. That's the thing. I think I had it when I was chasing that Narfobble, but it's so hard to keep track of, well, everything. I didn't even notice until Oog said something. I understood at once, and there was no time to waste. I needed to get on the case ASAP. This was going to be tricky, though. The warden of Astralgebra was wily. I turned to Dr. Robs, a tall, severe bipid with eyes like lasers and a past more mysterious than even my own, and said, "Can I be excused, Dr. Rox?" For what purpose, Venetia? Forgot my, textbook! And my lair! The locker! Very well. Return with haste. Sure thing, Dr. Rox. I left Astralgebra with a spring in my step. It's not every day I outwit the most devious mind in most cosmos. Heard that. I was on the clock now, but I knew where I was going. If I was going to unravel this mystery, I'd have to start at the very top. So I went straight to see Boss Oog. They were a flown with a past, whose innocent eyes and casual demeanor hid a mind like a dimensional rift. Hey, Z, what's up? It's Detective Z to you, Boss Oog. Oh, right. What do you want, Detective Z? I ain't done nothing. Nothing, I say. You can't fool me, Boss Oog, but it's not you I'm after today. It's a backpack. Miss Speck's backpack, to be precise. And she says you were the one who noticed it was missing. I see. Well, I'm fond of Miss Specs, I won't lie. But I don't know where her backpack is. I noticed it was missing when we were in the sports dome, don't you know? And there's only one Bipid who knows everything about the sports dome. We nodded conspiratorially. I knew who Boss Oog meant. It could only be the Big H himself. All right, I said, thanks for the tip, but don't think I'll go easy on you next time, Boss Oog. I'm watching you. Yeah. You keep trying, Detective. You'll never catch me. I made my way to the sports dome where all the action was. Big H was the undisputed king here, but he was a good sort. Not too picky about sharing his territory. Hey, Zanisha. It's Detective Z, Big H. Oh, right. I didn't notice your hat. Hey, Big Z. I'm looking for something, Big H. Something real important. Have you seen Miss Beck's backpack? Oh, sure. She left it in the cafe. I put it by the intercom for her. I gazed across the open field, my mind agog for there. Indeed, a missing backpack. Safe and sound. Oh, I allowed myself a small smile of satisfaction at having cracked. Zanisha? Big Z? Yes, Big H. Are you recording this? Yep. Why? Posterity, Big H. For posterity. Okay. Cool. Gut. Ich gehe noch mal dahin. Aha, hier haben wir noch Feuer. Ups, ich wollte Wasser, nicht Feuer. Nicht Eis. Ich wollte immer noch Wasser, nicht Eis.
So. Was bei in das Foto da kommt, weiß ich nicht so genau. Ich würde gerne, weil ich jetzt noch Zeugs im Backpack habe, nochmal hier versuchen. Nein, ich wollte hier vor. So, das ist falsch. Ich habe nämlich noch Zeugs im Backpack. Also, dich braucht man hier nicht. Vielleicht so ein Patty. Ach, komm schon. Huch, warum ist das? Warte mal. Okay. Was auch immer das hier ist. Das hier sieht übrigens auch nicht richtig aus. Upsala. Ich packe hier mal alles Mögliche drauf. Hier das Patty wollte ich eigentlich. How is your capstone project coming? I kind of burned the last version, so starting from scratch again. Burnt away from school grounds, yes? Of course. Eine Blume? Oh, warte mal. Kann ich das hier... Nein, kann ich nicht. Okay. Nein. Das macht mich wahnsinnig. Not really into persuasive art. But think of the superficial and everyone in the school want you to make art for them. Nope. Oh mein Gott, ich hätte einfach länger draufbleiben müssen. Oh, wow. Our tiny planet could contain millions of life forms, all dependent on our artificial solar systems. You could be president of the tiny planet when I win the student election. Unlikely. Okay. Ich glaube, ansonsten haben wir hier alles fertig. Und ich glaube, hier ist auch sonst keine Karte mehr oder so. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ah ja, genau. Also, ich muss jetzt... Warte mal, kann ich dich, wenn ich dich lang genug mit Wasser bespritze, wirst du dann ein klarer? Nein, bist du nicht, okay. Also einerseits muss ich in die Lounge. Hi. Um mit Blurt zu sprechen, damit er seine große Liebe kriegt. Dann muss ich mit den Mädels sprechen, um das Jahrbuch zu fertig zu machen.
Hot Air Balloon. Hey, new kiddo. Wow, we're getting close to the school being back in tip-top shape. Hot air. Would you say so? I would. Okay. So does the cleanup cupboard. Genau, hier sind wir relativ weit. Creation Wing, Grand Hall und Lounge fehlt noch. Zur Lounge wollten wir eh. Warte mal, das habe ich auch schon fertig, genau. Zur Lounge wollen wir eh, um dir da zu helfen. Prost. Das habe ich auch schon fertig. Also hier bin ich jetzt auch einmal rumrum gegangen und alles ist okay. Ich verstehe nicht so ganz, was ich hier soll. Das hier und die Crystal Craft. Okay. Mehr wollen die nicht, alles klar. Der ist soweit happy. Gibt's hier noch irgendwo Ringe? Nein. Ist hier irgendwas Geheimes, was ich noch haben wollen würde? Nein. Hier. Das kann ich noch wegmachen. Eine Karte! Und ich habe gerade mein Getränk umgeworfen. Yay! Da könnte ich doch glatt mal was trinken. So, dann gehen wir in die Lounge, um mit Blur zu reden. So, I've asked Hulk to meet me here. My idea is, since you're so good with words, you hide and send me thoughts for inspiration. We just need somewhere to hide you. Oh, can you water these plants? Phew, okay, you head behind the plants, and then it's go time. Oh, dafür sind die da. Okay. Just stay right there. Hi, Blort. Are you okay? Just fine. Totally okay. Does something seem not okay? Yes, you seem not okay. That's why I asked. Nope. So are you, ready for game day? Yes, I am always ready for game day. Oh, yeah. What? I know you are always hungry, so I got you some food. I mean, flowers. Thank you. Worm kids are my favorite. Is this day a special day? Oh, no! No! I just thought... You know that note you got? Yeah? It, seemed nice. It was big nice. Yeah. Stop it! I can't! You can't what? Do it! I can't hold it in any longer! I have a crush on you, Honk! I like you! There! I said it! For real? Yes, for real. I like you too, Blort. Really? You just like me, or do you, like me? You are great, Blort. Your nice card and your orb kids fill me with big happiness. I like you. No. New kid, I see you. Come out here. You new? Of course. You are nice, new kid, but you are not stealthy. Whoopsie. It's okay. Blort needed a friend, but spoke for themselves. I'm happy you helped Blort speak. Thanks for all the help.
I'm not sure where this is going, but I feel really good. Thank you, new kid. Yay! Sie sind happy. Das ist das Wichtigste. You are very excited for Blort and Honk. I am excited too. I can't thank you enough for all you've done. Now stop swooning so close. I guess I hadn't thought about that. Honk, would you want to be my date for the next dance? Yes, that would make me big happy. Don't worry, new kid. I have not forgotten about Ball. I am fully ready for our next game. The comets will be unstoppable. I'm not sure anything could take his focus off of Planet Ball. Okay, bye. Viel Spaß. Yes, süßies. Sehr gut. Cool. Dann gehen wir mal da hoch und gucken mal. Ich habe nämlich, seitdem ich diese Fähigkeit habe, den Gedanken, dass ich doch einfach den Schrank fragen kann, wo sein Schlüssel ist. Ach, come on. Aha. Okay. Was ist das? Eis. Einmal drehen. Oh, einmal wegmachen. Ah, und ich brauche... Scheiße, ich brauche Wasser. Um dem zu sagen, dass er da durch soll. Warte mal. Ist das jetzt... Shit. Nein. Ah, okay. Kannst du bitte wieder zurückgehen? Oder, warte, hier. Komm mal her, damit das hier zurückgehen kann. Oder braucht das jetzt Feuer, damit es zurückgeht? Oder einfach nur Zeit? Ich hab's gleich am Anfang falsch gemacht. Okay. Jetzt, komm her. Okay. Komm hier hin. Du musstest da doch eigentlich drüber kommen. Komm hier hin, Mann. Warum kommt er da nicht rüber? Doch, er ist drüber gekommen. Okay, okay. Komm her. Geh da drüben hin. Geh da drüben hin. Komm hier. Komm zu mir. Ach, das braucht jetzt wieder ewig, bis er da drüber kommt. Da kann ich mal ganz kurz gucken gehen, wo wir denn überhaupt raus müssen. Okay, hier muss auf jeden Fall einmal Eis, damit wir... er ist drüber gekommen. Komm.
hier hinten. Bin ich jetzt weit weg mit dem Ding? Komm her. Genau, jetzt gehst du mal darüber. Ich mach das hier kaputt, damit du dann hier hin kannst. Hier. Okay. Und als nächstes brauche ich dann wieder Feuer, um das, was ich da eingefroren habe, wieder aufzutauen. Und dann... Oh, hi. Für dich brauche ich auch Feuer. Ah ja, okay. Komm. Komm hier. Komm hier. Komm hier hin. Okay. Komm hier. Good job, Newbie. School's back to normal. So. Jetzt komm hier. Ich habe dein Essen eingefroren. Jetzt ist, ja, jetzt ist die Frage. Müssen wir auf irgendeinen von diesen... Also im Grunde müssen wir... Auf welches muss ich denn? Ich bin echt nicht sicher. Aber... Komm mal her. Geh mal hier hin. Wir versuchen erst die Seite. Okay. Ah ja. Dann geh mal hier hin. Okay, der ist richtig. Dann kommst du hier hinten raus und gehst mal hier hin. Wo bist du jetzt hin? Okay, geh mal dahin. Der war falsch. Dann geh mal hier hin. Plöpp. Dann kommt er da raus und geh mal hier auf die Seite. Ich glaube, gerade hatte ich... Ja, ja, das war richtig. Jetzt geh mal hier auf die Seite. Das war auch richtig. Jetzt bist du... Halt, halt! Ne? Geh mal hier hin. Remembering special secret salutations. Was? Was? Komm her. Ein Holoblob. Zauberhaft. Hier. Das kannst du haben. Oh. Wait. Oh, ich hätte... Holographic Blob. Gut. Tschüss. Okay. Aber mit
Von wem habe ich denn jetzt gerade irgendwas? Irgendwer hat mir irgendwas zu sagen gegeben. Oh, hi, Feuer. Feuer. So. Und kann ich dahinter? Huch. Ist hier irgendwo was? Nein. Schade. These photos are so good. Yeah, New Kid is crushing it. Hi, Leute. You did so good, Noodle. Nice work fixing the AI. Wait, are we done? Is that it? Yeah. I think that we're done. All the pictures are in. I designed the book. And the captions are ready. Oh, well, let's see it then. We couldn't have done this without you, Noodle. I'm glad we could still get it done on such a weird day. We certainly won't forget it. Oh. Oh. Dein Foto ist falsch rum. Ah, schön. Yeah, I think we are in Astralgebra together. Cool. Classroom's over there. Guess I'll see you. I mean, if you find your passion, then that's what you should be doing, right? Another copy of the yearbook? Of course, right here. Danke. Super. Jetzt kann ich beide hier liegen lassen. Dankeschön. Cool. Das finde ich super. Ich sammle jetzt mal Geld und gucke, ob ich das alles... These photos are so good. Yeah, New Kid is crushing it. Kann ich das? Nee. Ist hier irgendwo ein Mülleimer da? Hier. Ich pack das jetzt alles in den Mülleimer. Ich weiß nicht, ob das fürs Aufräumen irgendwie hilft. Komm her. Okay, also, ich habe demnach jetzt, glaube ich, 3 Quests erfüllt. Hier brauche ich, glaube ich, hallo? Die sagt nichts, okay. Some blebs love particular foods, but it can be hard to tell what they're thinking. Oh, okay, what they're thinking, ja, das kann ich sagen. Okay, und hier ist wirklich nur noch, die beiden müssen irgendwas suchen. Da muss ich irgendwas suchen. Okay. Und ich versuche halt jetzt das Geld zusammen, um zu sammeln, um es möglichst dem Verkäufer zu geben und mal gucken, ob da was passiert. Hey, Org. Eigentlich hast du mir nichts mehr zu sagen. Hier drin war ich noch nicht so oft. Hi. Oog's Goblings were all very well behaved. The youngest ones are always troublemakers. He was a great leader of the school. You can tell by the, statue. Aha. Toll. Was ist das hier? Ich mag die Uhren übrigens sehr.
Mir kann man nichts kaputt machen. Ist da oben noch irgendwas? Nein. Ist hier drunter irgendwas? Nein. Aha. Du hast also auch irgendwas, was wir uns anhören können. Self-Improvement. Ach, das ist seine komische Glocke. Also, was zum Geier? No one thinks less of you for hiding under the table. Doch. Take comfort in the safety of your surrounding. Nothing is on fire. Everything is stable and no meteors could possibly have hit your school. Okay. Cannot hurt you. You are strong. You are a problem solver. You are not being hunted by computer protocols and artificial intelligent beings. Pass. Tape of meditative self-improvement for the common GUI principle. I hope you enjoyed the session. Danke. Welcome to the exclusive tape. Du hast das echt nötig. Also ich hoffe, es hilft dir, mein Freund. Ich habe die beiden haben wir schon mal gelesen. Also bei dem hier glaube ich das zumindest. Aber hier wird nur erklärt, wie dieses Sky-Terminal funktioniert. Und das haben wir ja schon mal benutzt. Das hier finde ich ganz interessant. Blabbery. Ich glaube, es ist Blab-Poetry. The eyes the blab saw. A blab saw me today, unable to speak. What we want to say, we share smooth and the kiss. We shared a banana in bliss, and we departed whispers it's better this way. My life with Blab. Blab, you are so soft, you lift my spirit aloft. Blab, you are so round, you keep me planted on the ground. Blab, you hop, 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 you make me want to never stop. Blab, you eat, you grow, you taught me. All I need to know. Okay. Du hast komischen Sinn für Poetrie. Kann man das hier... Oh, man kann es einfach umdrehen. Okay.
Gut, ich glaube, hier ist ansonsten nichts Spannendes mehr. Ach, Principal. Mensch. Ich habe dein Office durcheinander gebracht. Schön. Gut. Das hier hatten wir schon gelöst, zum Glück. Da hinten den Ring haben wir auch schon benutzt. Hier ist noch Geld, was ich mitnehmen möchte. Hier ist noch ein kleiner, der Feuer braucht. Feuer. Cleanup Credit. Okay, haben wir also jetzt die große Halle komplett aufgeräumt. Das ist sehr schön. Da ist noch Geld. Wunderbar. Hallo, kleiner Blepp. Super. Ja, du bist ein ganz süßer... gut. Ich würde jetzt das Geld, was ich hier oben gefunden habe, gleich mal dem da unten bringen. You are here, ja. Grand Hall. Eine Sache fehlt hier noch und in der Lounge fehlt auch noch irgendwas. Hä? Aber was? Hier ist noch mehr Geld. Da ist auch noch Geld. Ich würde gerne mal hier mal gucken. Kann ich... Ach, höher geht nicht. Okay, aber ich glaube, hiermit habe ich jetzt alles. Okay. Ich bringe jetzt alles Geld, was ich schon mal gefunden habe, zu dem da. Mal sehen, was der dazu sagt. Okay. Hier. How charmingly rustic this is. Thank you, Prismy. I accept this currency. Please take an item. Or items? I'm not sure how that's supposed to go. Praxbucks are taking the school by storm. Enjoy your, purchase. I do enjoy the clink and heft of these. My digital mining operation is outpacing my actual mining. Curious. Ah, thank you for continuing to grow demand for the market I've created. This business stuff is fascinating. It's like money is always on my mind. Ah, now that you have provided me an abstract currency, you can have life-sustaining nourishment. Mensch, super. Da ist noch Geld. Hier. Oh, Prismy, you are my best customer. Thank you. Gerne. Oh, Prismy, you are my best customer. Thank you. Okay, mal gucken. Im Creation Wing ist das Einzige, was noch fehlt mit Aufräumen. Habe ich fast fertig. Ist hier noch Geld? Da ist noch Geld. Da ist auch noch Geld. Nee, gar nicht. Das ist The Heads You in Episode. Okay. Cool. Das ist was anderes. Ich dachte, das wäre Geld. Deshalb habe ich es bisher immer ignoriert. Oh, Prismy. You are my best customer. Hier, thank noch mehr you. Geld. Super. Oh, Prismy, you are my best customer. Thank you. Mehr Geld finde ich aber gerade nicht. Aber die Kassette habe ich mitgenommen, dass wir uns die dann wann anders nochmal anhören. Okay. Ich gehe in den Creation Wing. Wing. Okay, also das Aufräumen, das habe ich ja letztens hier auch schon mal gemacht. Das hilft wohl nicht. Interessant. Hey du, gib mir deinen Blepp.
Damit habe ich nämlich noch was vor. Nämlich in Camo-Sophie. Hi. Ich möchte nämlich mal gucken, was passiert, wenn ich einem Blab das hier gebe. Ein Brain Blab. Sehr schön. Kann ich dich hier reintun und dann Wasser reintun und du wirst wieder normal? Nein. Schade. Okay. Als nächstes nehme ich den nächsten Blab, den ich. Den nächsten normalen Blab, den ich habe. Genau hier. Bist du auch ein Rainbow Blab? Ja, schade. Is science always more questions? Yes. Good science always asking universe questions. We ask the universe when it gives us... Entschuldigung. Ah. So. Ich glaube, ich habe aber... Doch, da ist ein neuer Blab drin. Sehr gut. Warum bist du jetzt eingefroren? Komm her. Wir packen den auch mal da rein. Kann ich dich auftauen? Kann ich euch... Oh, das Wasser brennt. Ah. Ja. Kann ich dich, nachdem du... Ja, kann ich dich auch wieder einfrieren? Kann ich... Oh, kann ich genau eure Gedanken lesen? Chill out. I'm the coolest. Chill out. Ja, okay. Okay. Ich kann von dem Cauldron die Gedanken lesen. Du magst das. Oh, ein Love Blab. Aha! Okay, und was magst du? Hi, Sweetie. Hi. I'm so glad you exist. Blab Love. Oh mein Gott, ist das süß. Warte. Also du denkst... Okay. Also, wenn ich dir gebe, was du liebst, wirst du nur zu einem Love Blab. Okay. Interessant. Du, geh mal aus dem Weg. Ich möchte nicht, dass der hier wieder einfriert. Okay, das hat die nur lila gemacht, alles klar. Das hat die nur... Was ist mit Kaffee? Das hat auch nichts gebracht. Okay, aber ich glaube, damit bist du schon ein anderer Blab geworden. Der Eisblab ist halt wieder ein Problem. Hilft das? Nein. Ein Metallblab war, glaube ich, auch ein eigener irgendwie. Aber, ja, okay. Du magst das hier. Und wirst ein Loveblab. Okay. Also... Gut. Hier habe ich auch alle Credits und ich glaube, hier gibt es auch keine Dinger mehr. Keine, wie nennt man das noch? Keine möglichen Reifen, die ich noch durchwerfen muss. Not a ball, but still nice. Das stimmt.
Warum haben wir hier einen Vulkan, der nichts macht? Ach, ein kleiner. Ich geh auch da rein. Das ist jetzt der Blab-Swimming-Pool. Okay. Ihr könnt jetzt ganz kurz am Blab-Swimming-Pool chillen, während ich eben auf Toilette gehe. Wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment, ich muss mal eben Pause anmachen. Bin gleich wieder da. Warning! Blackboard overheating! Shutting down Kamosophy classroom! You've got to be joking. Actually, I am. So, da bin ich ja schon wieder. Gut. Ja, ihr kleinen Blabbedy-Blobs. Also. Wirklich was Neues ist mit den Blabs jetzt nicht so gewesen. Also im Grunde habe ich einen neuen Blab erschaffen. Ich überlege gerade. Gibt es einen Blab? Nein. Einen Blab, der irgendwas hiermit zu tun hat? Offensichtlich nicht. Gibt es einen Windblab? Offensichtlich nicht. Was ist eigentlich
Mit dir, was denkst du? Hm. Okay. Hier, gehen wir mal da rein. Na gut. Also hier habe ich jetzt euch eine Packung vor allen Dingen, eine Ladung Blabs hinterlassen. Oh, warte mal. Eine Sache noch. Ich glaube... komm her. Ich glaube, da war ein... Nee, das funktioniert schon mal nicht. Da war ein Blab auf dem Bild, der halt so ein bisschen aussah wie so ein Ball. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Blab damit in Verbindung bringe? Hier. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Du bist ja niedlich. Oh mein Gott, du bist zauberhaft. Nee, ich wollte nicht noch wieder nach Chemosophie, ich wollte nach Visualetics. Und hier würde ich gerne erstens ein Blab mit sowas zusammenbringen. Hier. Na gut, okay, das funktioniert nicht. Jetzt. Das hat nicht funktioniert. Gut. Dann gehen wir wieder da rein. Und dann möchte ich das hier einmal machen. Yes. Somehow, despite assigning the work 3 times, you have not been shown basic blobs. I will have to teach you myself. Professor Plepu, my reference bleb escaped. And? Well, the new kid could get it down. Yeah. Fine, fine. Blobs can wait again. Prismy, please assist your fellow student. Here. Thanks, new kid. Now, basic blobs. The first technique, the blob itself, is performed by... Professor? What is it? Leetan, what are you doing? I didn't like that piece, but, it got out of hand. Fire suppression systems remain offline. Praise me, please. Just put the fires out. Great. Burning my bad art cleanses my creative mind, you know? Okay, okay, okay. Praise me? Basic blobs. Uh-oh. I guess that pact didn't work. Specs? Guys! I'm trapped in the 7000th dimension! I need help getting back! Children getting into all sorts of trouble. I don't know what to do. Paint that symbol there on the floor. Don't stand inside the summoning circle. Move! Move! Ja, ganz ruhig. Ich hol mir doch nur ganz kurz... Farbe. Ich brauch Farbe. Good enough. Good enough, sagt sie. That was close. That's disgusting, Specs. I know, right? That's it. I can't take this. The youth of today is unteachable. Not again. This has happened before? Yep. Didn't come out again until we finished our hand studies. Not sure what she's waiting on now. It would be nice if we could read her mind. Oh, well, the new kid can, right? A book on basic blobs. Huh. Take a look, I guess. The blob. This basic technique evokes the art of primal... Das haben wir schon gelesen. Hey, Professor! The Prismy learned the basic blobs! I don't know if she can hear you. Hey! Professor! Can you hear us? You tell her, Prismy.
Those are indeed the basic bluff techniques, Prismy. Good. I may have overreacted. No, no. I mean, it's been a real weird day. And, like, bluff technique is foundational. Ah, I suppose we got there in the end. Assignment complete! There are no assignments left. Aww. Yay. I can't wait until I'm old enough to make a cocoon. Just a few more years. Okay. Cool. Ich guck gerade mal. Hier kann ich jedenfalls nicht. Okay, nein. Noch irgendwas reparieren oder so? Nein. In Ordnung. Ich glaube, soweit habe ich dann hier alles erledigt. Gehen wir. Ich muss aber ganz kurz mal gucken. Kann ich... Ich kann hier... Oh, oh mein Gott, da hinten ist noch was. Wow. Alles klar. Was ist das? Was... Mensch, schön, dass man hier hinten auch hin kann. Was soll ich? Secret Mirai. Also ich soll hier auch, quasi. Da wahrscheinlich gibt's hier nicht extra irgendwas. Gibt's noch einen, der Dings braucht? Nein. Wind. Cleanup Credit. Das ist im Grunde der einzige Grund, warum ich hier nochmal geguckt habe, weil ich in diesem Flur noch nicht den Cleanup Credit hatte. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gefunden. Ich werfe hier einen Blab durch. Und zack, ist es ein Ballblab. Wow. Genau das habe ich mir auch vorgestellt. Warte mal. Hab ich? Nee, das ist nur ein Bild von mir, wie ich eine Fahne in die Luft halte. Okay. Gut. Hier ist ansonsten, glaube ich, nichts mehr. Hier habe ich alles erledigt. Wo ist denn der Bubble Blab hin? Ach, du bist der Bubble Blab. Oh ja. Oh, bist du süß. Oh mein Gott. Komm mal mit. Wir zeigen dich mal dem grünen Freund, dessen Namen ich vergessen habe. Und klauen ihm seinen normalen Blab. Hier ein Bubble Blab. An unpoppable bubble. These were my favorites as a Trisk Tot. Süß. Ich mag den. Visualetics, genau. Ich soll noch Zeugs malen. Das machen wir jetzt. Und ich habe noch, hier, ein so ein Ding. Hier. Teachers. Naja, gut. Okay. Ich überlege gerade, was könnten wir denn im Geheimen machen? Wir könnten so im Geheimen quasi. Oh, hi. Did you try the projector and the models and the everything? Sagen quasi halt love, love.
Hier ist es auch noch so ein Herz. Nein, nicht eine Sonne. Und eine Spirale, weil ich Spiralen mag. So. Okay. Und das hier machen wir jetzt mit diesem bunten Ding. Überraschungsfarbe. Komm wieder. Die Scheiße haut ab. Ich möchte es irgendwie eigentlich ganz gerne so einmal quer drüber ziehen. Aber ich denke, das ist so, wie wir es machen, ganz okay. Eigentlich hätte ich das gerne so. Ach Mann. Oh. Es funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Also hau ich es einfach irgendwie dagegen. Von hinten. Batch. Butz. Ich finde diese Art zu malen übrigens schon ziemlich lustig. Okay, so können wir das ausdrucken. Print. Ja, ich glaube, ich arbeite doch lieber mit den Bällen. Die geben mehr Farbe ab. Yeah, all right. What are we doing? Ich möchte eigentlich gerne, genau, grün und rot. Boom. What's this for? Okay, und auf das hier. Machen wir Planeten und, naja, meinetwegen auch wieder das Herz. Und Wölkchen und was auch immer das hier ist. Das hängt jetzt einfach da so runter. Okay. Wo ist das da? Nein. Ich möchte das einmal komplett außenrum.
als Rand quasi. So. Und in die Mitte machen wir ein Blab und einen Pleik und noch so einen Pleik und noch so einen Pleik. Cool. Okay. Und das außenrum machen wir lila. Moment. Lila. Ganz viel lila. Möglichst alles erwischen. Hier auch. Und die Mitte bewerfen wir dann mit Bällen. Mit so einem orangenen. Huch. Du wirst orange. Okay. Und. Huch, nein. Das hier. Der runde da wird rosa. Und grün. Grün. Du bist nicht grün. Grün. Der hier wird grün. Plöpp. Und welche Farbe nehmen wir denn noch? Gelb. Irgendeiner muss noch gelb werden. Balli, balli. Pop. Pop. Sehr gut. Schön. Das gefällt mir. Okay, das nehmen wir jetzt mit und verteilen es auf der Schule, wo noch so Dinger sind zum Verteilen. Cool. Ich glaube, hier sind wir dann soweit. Erstmal fertig. Ich würde ganz gern gucken, ob... Oh, ich bin schon auf der Power. Ich würde ganz gern gucken, ob hier wieder unser freundlicher kleiner Imposter ist. Ja, ist er. Okay, cool. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte es nur sehen. Ach, warte mal. Ich wollte doch da im Creation Ring da ganz hinten in der Ecke eins von meinen Bildern aufhängen. Nämlich das mit den Herzen. Das mit den Herzen. Hier. Dankeschön. Du hast Spaß? Versuchst du an was zu essen zu kommen? Warte, ich helfe dir. Hier. Guten Hunger. Tschüss. Okay. So, jetzt weiter. Okay, wir gucken nochmal hier rum. Das habe ich. Das habe ich auch. Warum? Ach so, weil man das einfach wieder rausnehmen kann. Okay. Ich könnte wahrscheinlich auch ein anderes. I gotta say, kiddo, Cosmo High hasn't looked this good in ages. You really helped out the Plix and me. When you graduate, definitely think about becoming a janitor. I mean it. You did a fantastic job. Danke, Letty.
Alles fertig. Sehr gut. Warum glitzert das da eigentlich? Jetzt glitzert es nicht mehr. Okay. Du bist soweit in Ordnung. Das hier habe ich auch abgegeben gehabt. Das hat mir auch ganz gut gefallen mit den Wolken und den Planeten. Okay, dann gehen wir jetzt in den Lifewing. Und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas abgeben können. Ich frage mich, ob ich jetzt alle Ringe erwischt habe. Hey. Yes, all the hoops are happy. Up top, new kid, after so much ball, it's important to celebrate and refuel. But, oh no, you haven't done your brain reps yet. It's as important to stretch your brain as it is to stretch your hands. I'll see you at Chemosophy. Okay. Ward says you helped them with the card and the flowers. Thank you for being such a good friend. Gerne. Pump sauce is the best sauce. Do you need more? Was passiert eigentlich, wenn ich einem Bleb das gebe? Dann wirst du ein Banana-Bleb? Warum? Ist das Bananensoße? Das ist Hot Sauce. Okay, was soll ich damit? Okay. Dann gehen wir jetzt einmal in Sport. Ich weiß übrigens nicht, warum ich da nur einen Dings bisher gekriegt habe. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wie er gar nicht da ist. Hallo, Freund? Er ist nicht da, aber seine Emotes sind da. Lustig. Aha. Ein Ball mit... Oh, ich soll einen Ball mit der Soße machen. Ah. Das können wir gerne machen. Ist hier das Café? Nein, das ist drüben. Und hier ist ansonsten auch nichts. Okay. Dann nehme ich jetzt einen Ball mit. Nicht unbedingt den vielleicht. So. Zack, geh ins Café. Hi. Und beträufel das mit Cheese-Soße. Okay. Ist hier noch irgendwo... Ich glaube, hier ist nichts zum Abgeben. Was ist mit euch? Ihr seid fertig? Du auch. Ansonsten ist hier nichts zum Abgeben. More glow bolts for this deck. Building a deck to crush your enemies? Actually, I'm building a super weak deck to see if I can still win with a massive disadvantage. You can open the cafe if you're taking a break from Gooniverse. Someone missed a card in the lounge. Rookie mistake. In the lounge, okay. Also, das habe ich abgegeben. Der mit seiner blöden Mütze, die er überall fallen lässt. Oder ich ihm überall klaue. Allstar. Ah, ich verstehe. Warte mal. Du möchtest im Grunde wahrscheinlich ein Foto von dem Planet Ball ne? Von dem Planet Ball. Bleb. Nein? Warum nicht? 1, 2, 3,
Was willst du denn? So? Way to go, kiddo! Keep it up! Okay. Warum auch immer das jetzt funktioniert hat und das andere nicht. Okay, ansonsten war hier nichts. Warte, Kaffee war ich schon. Ich gehe nochmal kurz bei Letty rein. Um nochmal zu gucken, ob hier auch wirklich alles erfüllt ist. Ich glaube schon. Time, don't forget brain reps and chemosophy. See you there. Chemosophy. Ich dachte, da habe ich alles geguckt, aber okay. Okay, also. Ich hier eigentlich schon überall reingeguckt. Du bist ein normaler Blepp, oder? Ja, nehmen wir dich mal mit. Okay. Ganz kurz gucken. Das hier habe ich doch schon. Genau, Classy und Trashy. Closet. War hier noch irgendwas? Hier ist noch Geld. Boy, full. Meine Unendlichkeit ist voll. Was habe ich denn noch so bei mir? Zwei Blabs. Und das hier. Das willst du also nicht. Wo ging's hier nochmal hin? Genau. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt noch weiter Geld abgeben. Was ich gerade gefunden habe. Und dann gehe ich nochmal zu Kimmer-Sophie. Hier, ich habe Geld fallen lassen. Ich habe Geld fallen lassen. Ah, it's catching on. I knew it would. Prax bucks are a dashing currency. Why, what a delightful coin. Do take something in exchange. It is thrilling to exchange currency. Why did we ever abolish it? It's so fun. Was ist eigentlich, wenn ich dir Geld gebe? Nix. Okay. Hier. In Prax, we bucks. Was passiert, wenn ich dir das hier gebe? Nix. Okay. Ah, pleasure doing a business with you, Prismy. Enjoy your item. Okay. You are certainly a smart shopper. Thank you. Das hilft alles nix. Was ist, wenn ich dir einen Luftballon gebe? Das passiert auch nichts. Was war das? Okay. Creation Wing. Kenomosophie. Irgendwo muss hier noch ein blöder Ring sein.
Was passiert, wenn ich den... Du frisst einfach direkt ein. Scheiße, warum habe ich die mit mir rumgeschleppt? Ich wollte ihnen dieses Eis da geben. Was? Was ist das denn? Ach so. Perhaps Honk recalls questions from previous brain rep sessions. Oh, sure. I guess I don't need to answer them. New kid, prepare your brain. First, who teaches astralgebra? Astralgebra. Wer war das noch? Naja, dann. Wow. Impressive. Next, what is the best game in the whole school? Okay. Yes, correct answer. All right, we're working up a brain sweat. Now, what's in the recycling bin? Ein schwarzes Loch. A small black hole, but technically true. Keep it up. What's the best way to extinguish a blackboard? I mean, the water ability sort of worked. Aha. Uh-huh. I forgot about that. Right. Finally, what is the meaning of sentient life in the galaxy? Aww, yes! Friends are the best! You're so right, friend. Well, that's it. Brain rep's done. Do you understand the difference between trivia and knowledge, Honk? Both seem fun to me, but neither is as fun as ball. Brain rep's complete. Hoops, complete. All that's left for us pro planet ballers is to carb up. I'll see you in the cafe. Okay. Um deine Quest zu lösen, musste ich einfach herkommen. Es ging gar nicht darum. Mensch, das ist ja super. Vielleicht kann ich im Café noch irgendwelche von diesen Blabs mit irgendwas füttern, was hilft. Okay. Cool. Wie war das? Wo habe ich was vergessen? In der Lounge? Was hat die Dingsbums gesagt? Lounge. Wenn man zu nah rangeht, kann man nicht mal reingehen irgendwie. Okay, also... Hier habe ich angeblich eine Karte vergessen. Coolest card around. Weißt du was? Kann ich ihr damit einfach irgendeine geben? Die hier? Okay. Irgendeine hat gereicht. Wow. Ich gucke jetzt überall hinter. Huh. Ich gucke in die Unendlichkeit. Oh Gott. Hast du mich erschreckt, Mann. Da ist eine. Wow. New kid, did you? You did. You found the entire deck of Gooniverse cards. That makes us rivals and mortal enemies. I've been waiting to give this to a worthy nemesis. Ah. You should be honored. Ready? Ich bin sehr. Friendship. Oh, I know it's so wholesome, but. It's like a super powerful card. A story from the circuit. This trick player got banned for pulling in cards from an alternate dimension. None of us had even ever seen these cards before. Ich
bin ein bisschen gerührt. Now that we're nemesis, we can be seen together. Goog might claim to have tricked me with invincible Goopert the Flatulous, but that's based off an unreleased spinoff. That kid does their research. I think Blort is really great. It is nice to be liked. I can't wait to tell everyone else. They'll be so surprised I like Honk. Okay, cool. Also, damit habe ich die Quest auch fertig. Honk möchte mich im Café treffen. Das machen wir doch gleich. Jetzt bin ich wieder zu nah, oder? Na, geht. Nein, da ist Lettys Büro, da ist das Café. Honk! Pro Planet Baller! All hail the Hoop Hero! This calls for a Honk Special. Let's switch up that order board. A Honk Special is all foods you want to throw. Keine Ahnung. Naja, Eis halt, ne? Lava-Minz-Eis? Bing! Oh, we need more foods to throw. Pick out more stuff. More? Ach so. Du möchtest wahrscheinlich, dass ich einmal für alle irgendwie was... Nehme ich mal an. Und ansonsten... Oh Mann, ich merke gerade, dass ich Hunger habe. Great. Hey, this is my lucky hoop. I can't use it in normal games, but it would be perfect for this. Give me a sec. Was machst du? Okay, new kid, launch that Honk Special. Wow. 3 for 3. Now that's a Honk Special. Keep hooping, new kid. I'll see you around. Okay, damit ist er auch happy. Jetzt fehlt. I've always wondered if a pleb could be a planet. Jetzt brauchen wir nur noch die fertigen Blebs. Es fehlen nur noch 4. Und ansonsten habe ich hier auch alles fertig. Das hier klingt jetzt super falsch, aber... Das macht auch nichts. Okay, das war lustig. Okay, das funktioniert nicht. Naja, okay, das macht nur das, habe ich mir fast gedacht. Gunungar.
Nun, also ich glaube, hier bringt das alles nichts mehr. Gut. Dann. Gehen wir jetzt. Zu. Sip, wanna join the walking laps? It's a protest against running. I don't really run or walk. Was ist damit? You wanna exercise? Great. Ready to go, honk? Every second of every day. Ich frage mich. All okay, right. Das hat alles nichts geholfen. 3, 2, 1. Ich frage mich, wann ich noch mehr von ihm halt Credits kriege. Upsi. Tu übrigens gerade so, als würde ich im Wasser planschen, so mit den Händen. Plansch, plansch, plansch. Wo ist mein Getränk? Da. Ich mach, actually, ich mach mit, ich trinke nur einen Schluck. There. Here we go. Hold on, almost there. Wie er halt die ganze Zeit irgendeine Scheiße macht, weil er gar keinen Bock hat und er halt brav mitmacht. Und ich hier stehe und mir denke, ja, ja, ich mach actually mit, ganz bestimmt. Nice work, everyone. Remember, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Ja, danke. Ich wollte eigentlich mit dir über was Sinnvolles reden. I know Planet Ball isn't your thing, but can you give me like a 10% try? How about 5? 7.5 and it's a deal. Well, I joined up as the coach, which is great. I love Planet Ball, whistles and good sportsmanship. Hm. I did go to Cosmonius High. Okay, also das hier hilft alles gar nichts. Dann gehen wir wieder. Okay, mit dir bin ich fertig. Mit dir bin ich fertig. Jetzt gehen wir noch mal hier in den Measure Spring, wo ich nicht so richtig weiß, was halt hier zum Beispiel rein soll. Aber ich weiß, dass hier das hier hören kann. Hey, what's going on everybody? For time to eat. I'm Chevin and you're listening to the Heat. The rookie was getting good. They'd need a name. Detective. Long, this show has he quotes my own name. Detective. The common folk who are merely Cosmonius. Never probing the big questions in the universe. We have been in dire need of an education. Well, Spice fans, it's time for us to ascend to the Ivory Tower and learn more about the deeper meaning in our inner beings. Now in season 121, we're ready to meditate in the Temple of Knowledge. I'm pleased to have you and Cosmonius joining us today. Welcome you. Wow. Thank you for having me. Das da war übrigens einfacher als gedacht. Let's get started. First up is Flaming Lips. Ooh, that has a nice mouthfeel. A great taste-setting start. It is stewed in apple pulp. Gives it a warm roundness. Delicious. For those of you who don't know him, Ewan Cosmonius is a master educator. He created the galaxy's first multi-species school, the eponymous Cosmonius High. Here he united Flan, Trisk, and Bippin together under one roof, educating them as equals. Ewan, what inspired you to create your academic Chococo and Geonut Butter mix? I believe that our youth are the key to everlasting peace between species. Normalizing interspecies dynamics at a young age is the first step in creating a cross-culture experience.
cross-culture exposure is only the first phase of closing the distance between us. We had to create ritual and bonding. It's through our shared struggle and eventual shared joy that our bonds become inseparable. High school is the perfect mix of ritual, struggle, joy, sadness, and everything in between. It's a true representation of what it means to be alive, and the ideal place to foster interspecies harmony. I see. It's only through our cacophonous avant-garde riffing that we eventually land on true harmony. That was the theory. And I'm happy to say, 10 graduating classes later, students of my curriculum are integrating with Galactic Society 90% more effectively than their peers. Congratulations! We can celebrate with our next song. This is Double Fire. This is another good sauce. The heat is calibrated perfectly for the amount of flavor. And is that a hint of allspicy in my taste? It is! You are bringing the palate to the program. I'm pleased I was able to identify it. Tasting at my age is not as easy as it used to be. I'm sure. Speaking of your younger years, I heard you were a bright-eyed researcher on the Great Interdimensional Gate Project, exploding out of Parallel University, earning summa cum laude as a double major in exopology and interdimensional constructs. What gems of knowledge did you uncover mining the multiverse? I was fresh out of college when I joined the project. I was assigned to the signaling and testing division. I was responsible for running tests with the Trisk on various proposed designs of the gateway. As you know, the goal of the project was to ensure that Trisk's spacecraft entered our dimension at a specified gateway. We had to be sure that the portal properly implied both the direction and function of the gate to a multidimensional species. What was it like working with Trisk that soon after contact? Oh, it was fascinating. Adult Trisk are multi-present. They can see across multiple dimensions, times, and even timelines simultaneously. It's one of the many extraordinary capabilities they possess. Unfortunately, it also posed communication challenges. At that time, we had not developed the time orb stabilizers essential for cross-species communication. They could identify that we were talking about a gate, but they struggled to understand that we had not constructed the gate yet. They also could not communicate what the final design in the future would be. Very frustrating. I think I get where this is going. Trisk Tots can't blend dimensions, so you worked with them. Precisely. It was during this work that I began to understand that the child's mind is more flexible. Watching the Trisk Tots grasp the problem and give such meaningful feedback without prejudice opened another gate entirely. This one was a gateway to the heart. The youth are our portal to lasting peace. Well, let's continue our battle with the spice and hope we can find our own peace at the end. Our next sauce is Eternal Inferno. I see that we've begun to really increase the temperature here. This is delightfully spicy. We are big fans of what Inferno has been doing with their sauces. As a young pipette laying in the fields of Bokchin, staring at the sky, what went through your mind as Trisk skippers began ripping through the cosmos? Did the existential implications of the Day of Dimensional Chaos splinter your mind across the multiverse? You know what? I was actually lying in a field as the day unfolded. The moment the chaos began was like nothing I've ever seen. The ships appeared far away at first, almost like stars or moons. Then they quickly appeared in the atmosphere. I began running home, and as I did, ships were popping into existence around me. There were ships partially stuck in the ground, pushing massive mountains of dirt. That must have been terrifying. It certainly was. It occurred so fast that I wasn't even able to question what was happening. I was lucky. When I finally made it home, my house was still standing, and everyone inside was safe. Others were not as lucky that day. Yet you channeled that energy into the lasting peace. Weren't you angry at the Trisk? At the time, yes, I was absolutely furious. But as we all later found out, the Trisk were just as confused as we were. They had not considered the possibility of us tridimensionals. The Trisk just expected us to move out of the way. Much like wildlife staring down the headlights of a spaceship, the actual events were beyond our comprehension. It was almost unavoidable.
This realization soothed me. A mistake is forgivable as long as we learn from it. Well said. Let's hope you'll forgive us after we make some more sauce mistakes. Our next sauce is Molten Core. Das ist ein ganz schön langes Band. This one is all heat and no flavor. Would actually enjoy this. Some like a good slap in the face. No need to dance around it with flavor. My goodness. Cosmic. We heard a rumor that you are no stranger to some of the less wholesome corners of the galaxy. That you may have crossed scoops with a notorious space cream smuggler. Do you know Midnight Cinnamon? Can you give us a sprinkle of gossip? I've met many people in my travels. I believe the stories you hear in the media are more complex in real life. Getting to know more about the beings that make up our wondrous universe is one of my joys. If I limited my interactions to only the most upstanding of citizens, I would never be able to understand the interwoven fabric of our society. I cannot resist being an exopologist at heart. Is your reluctance to answer the question directly an answer in itself? I might as well answer this. I do know Midnight Cinnamon. They are an extremely intelligent and caring individual who cannot be distilled in a paragraph in the Hollows. I would love to tell you more about them, but I have promised them utmost secrecy. The only thing I can say is that Cinnamon's days of smuggling are behind them. Wow. You heard it first, here on the Heats. We're reaching the end of our spicy journey, so it's time for our final sauce. The final seconds. This sauce is partially brewed with a black hole. It's said that each bite causes you to lose a few seconds of time forever. What the fuck? This is powerful. There's obviously the heat, but also it has a numbness to it. It's very well flavored, and I think the nectar suits the ennui of lost time well. Fascinierend. You bested the beast and crushed all the sauces. We've enjoyed our trip back to school and have come out a bit smarter for the journey. Feel free to plug anything you'd like. My memoir, Ewan Learning to Be, is out now. I hope you all enjoy it. It's the summary of a lifetime of work on my philosophy on teaching and learning. Thanks again to Ewan Cosmonius. For time to eat, this has been Chevin. Stay spicy. Das war eine interessante Sendung. Ich meine, lang, ja. Aber auch sehr interessant. Mehr über die unterschiedlichen Spezien und wie sie halt später quasi zusammengearbeitet haben. Außerdem finde ich, in den verschiedensten magischen, übernatürlichen Fantasy-Sachen, Romanen oder Spielen oder halt Film oder was auch immer. Ist auch immer wieder interessant, wenn Leute über die verschiedenen Gerichte reden, die da gemacht werden können. Halt jetzt vor allen Dingen das letzte mit der Soße, die aus einem schwarzen Loch besteht. Ich weiß nicht richtig, wie ich mir das vorstellen soll. Ich meine, ich weiß aber auch nicht, wie ich mir vorstellen soll, dass in den Mülleimern schwarze Löcher sind. Auch schwer vorzustellen. Aber hey, geht. Aber in Soße? Keine Ahnung. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich habe gerade hier mit der wunderbaren Gedankenlesefähigkeit, wie ihr gesehen habt, aus dem Radio hier noch eine Kassette geholt, die hören wir uns auch mal an. Bitte einmal. Hallo? Vielleicht nehmen wir die mit und spielen die woanders ab. Hier scheint es gerade nicht zu funktionieren. Ich glaube, den hier habe ich zwischendurch versucht mitzunehmen. Und es hat nicht besonders gut funktioniert. Hui! Tschüss. Okay, und ja, ich habe es einfach irgendwie geschafft, dass Ambrosia of the Cosmo Gods. Du willst einfach einen Kaffee?
das ist überraschend einfach. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Congratulations, Prismy! You have completed your credits! Huh. You know, I never noticed these pedestals before. So that's why Gleg calls coffee Matt. Okay. Warum hast du hier einen Planeten drin und wird dieser Bleb ihn essen können? Nein. Okay. Schade. Aber ich würde jetzt hier einmal gehen und in Bleb in die Planetenmachmaschine stopfen. Ich weiß auch nicht, warum ich da noch nicht drauf gekommen bin bisher. Viel Spaß! Planet Bleb! Wow! Wow! Der hat eine eigene... Der hat eine eigene Anziehungskraft. Okay. Der Super Slider? Was ist mit dir? Den hier mag ich auch sehr. Der ist cool. Okay, also gehen wir nochmal zu Chemosophy und gucken da nochmal nach. Das war jetzt auf jeden Fall sehr hilfreich. Okay. Was war das? Ach so, das Geräusch von da rausgehen. Nur ein bisschen spät. Okay. Wie der da jetzt einfach rumfliegt. Cool, ich habe jetzt alle Credits. Und... Chemosophy. Ich glaube, hier komme ich nach Chemosophy am schnellsten. Creation Wing, ja. Hi. Was hat er nochmal gesagt? My family raises special blebs. Once you're a really proficient bleb watcher, I could ask them to send one for you. Okay. Blebs are indestructible. Even the black hole in a void recycler can make them more adorable. Ganz ehrlich, darüber habe ich zwischendurch nachgedacht, aber ich dachte, das wäre schrecklich. Ich dachte, das wären... Es hat... Ich dachte... Du bist zauberhaft. Ich dachte, ich will ihn da nicht reinschmeißen. Good thing blebs are indestructible with everything. The super collider in Chemosophy can compress blebs in interesting ways. Super Collider? Das da. Ah. Okay. Gut. Dann, ups, hier wollte ich nicht hin, ich wollte dahin. Telebleb. Mensch. Zauberhaft. Damit habe ich alle bis auf einen. Und mein grüner Freund hat gerade gesagt, dass seine Familie besondere Blebs macht. Guck mal, ich habe ein Blatte. Oh, a Blatte. I wish I could drink caffeine, but I get real nervous when I'm caffeinated. The Bulbana looks good enough to eat. Den will ich nicht essen. Den habe ich dir schon mal gegeben, oder? Weiß ich nicht. Hier. Oh, sweet icy child. Did you know that on Bobtoon, solar bears will play keep away with ice blebs?
So, Metal Bleb? The best fabricators in the universe use metal bleb bearings in all their moving parts. The holographic bleb reminds me of Jalam's shiny hero cards. A molten bleb! So cute! Blebs like these live in the magma pits on Jupiter. Jupiter. Are we celebrating something? Wow, you really do love blebs. It's really nice to have a friend to talk about blebs with. I call this one Near Esquire the Third. Oil blebs are slippery, and I've lost a few. Oh, here. It has its own gravity? Wow! Ja, ziemlich cool, finde ich auch hier. It may not be regulation, but it's my favorite planet ball. This little one has so much potential. It could be anything. A pearl bleb! These little guys have to be formed in cosmoisters for like a decade before they get this sheen. Das habe ich von dir schon mal gehört. Shimmering colors. Sparkle or glitter blebs are outlawed in some places. They can get everywhere. Huh? Scheiße, ich habe den Teleportation Bleb weggeschmissen. Even a black hole can't hurt a bleb. Wow, hier ist ja was los. I never thought I'd get to see a real world ender. My parents will be so jealous. The classic bleb. You'll find them all over Cosmo High. Hier, nimm den. Can transform into all sorts of other blebs. Nimm den. Wo ist er jetzt? Ah! Er ist schon wieder abgehauen. Warum ist der Einzige, der nicht zu mir kommt? Bleb goes in, Telebleb comes out. Okay, und der Letzte? You found all the blebs. Well, almost. Come talk to me when you can. Ja, tu ich doch. Hi. Aber warte mal. Ach, wahrscheinlich muss ich. So, wirklich. I'm really glad you were here to get everything back to normal. Really, you were great. Ich bin noch bei dir. Come talk to me. Warte, ich gehe mal ganz kurz weg. Spiel das nochmal ab. Found all the blebs. Well. Almost. Come talk to me when you can. Und dann gehe ich zu ihm. I'm really glad you were here to get everything back to normal. Really, you were great. I heard you cleaned up everything around Cosmo High. Thank you. Sorry, I mean, that's really neat. Oh, hey, I've got something for you. You got all 100 credits? Wow. Was hast du denn für mich und warum? I'm really glad you were here to get everything back to normal. Really, you were great. There's this show called Bleb Facts. I watched it as a Trisk Tot. It's neat. I watched it on repeat. You know, Jalam is usually the only one who notices me. She's nicer than she seems sometimes. And she understands, sort of, being obsessed with something, you know? I'm really glad you were here to get everything back to normal. Oh yeah, I do know about Plix, too. And not as much as Blebs. But we can totally talk about them, too. One of the rings around Jupiter is all planet blebs. There was a study that went... I mean, technically it went wrong, but it's kind of great.
Do people really mistake me for a plant? Yeah, they do. It's kind of my own fault, though. I sort of have trouble staying fully in these dimensions. My family raises special blebs. Once you're a really proficient bleb watcher, I could ask them to send one for you. My family raises special blebs. You found all the blebs at Cosmo High. I'm so relieved. I can't believe they're all safe and sound. I, actually have a present for you. We raise special blebs on our farm. Like this one. Here. You know, maybe you could come... Who's a cute little despot? You are. You are. Maybe you can come... Well, ich hab nicht zu Ende gehört. Who's a cute little despot? You are. You are. Wow, die Blebs haben ihren König gefunden. Huch. Yeah, Pank and Prax and Specs are all really confident in, like, all the dimensions. Dimension hopping is a little scary, though. Like, there's some weird stuff. How'd you guess? Yeah, I like fish, too. Not as much as Blebs, but most animals are pretty great. Yeah. Right, so... Plix can cross dimensions like Trisk do. It's neat. Okay. We keep Plix at the school to help keep everything tidy. They can't fix everything, but they make sure nothing gets missed. Grigu's dwarf blebs were actually cubes or pyramids, but they mostly evolved towards beautiful roundness. Plix love it when something gets fixed. Plix can actually get pretty big. But then they don't really fit in this dimension. Zanisha says that bleb eyes are actually highly developed nostrils that let blebs smell in all directions. But, that's not true. Okay. Raising Plix is tricky. It's hard to keep track of a flock. Did you know some music can attract Plix? Yeah. Right, so Plix can cross dimensions like Trisk do. It's neat. Jalom and I go to BlebCon most years. My favorite bleb? Oh, I can't pick. When I was a Trisk Tot, I liked Blebbles best. Have you seen one? Yeah. It's important to be careful cuddling a molten bleb. They can accidentally set things on fire. Okay. Ich glaube, mit dir kann ich jetzt erstmal nicht mehr... Oh, das sieht auch schön aus. Sprechen. Wir haben... alle Nebenquests erfüllt. Wir haben alle Karten gefunden, alle Blebs, alles aufgeräumt. Die hier brauche ich jetzt im Grunde auch nicht mehr, wobei ich das hier sehr schön finde. Das behalten wir mal. Ja, also ich würde jetzt noch mal gucken, wie wir in den Raum kommen mit dem, mit Nesk. Social Arts, genau. Von der Lounge? Nee, von Lifewing. Vom Lifewing aus, okay. Da ist Social Arts. Okay. Und ich meine, ich habe irgendwas gesehen mit, dass es ein Achievement gibt. Oh, meine Mutter. Good job, little buddy. Moment. Huch, Gosa, warum wird mir das nicht angezeigt? Warte mal. Will I see you at the next Future Leaders of the Future meeting, Prax? Of course. How could you run it without your future leader? Cool. Any snack preferences? Ooh, moon cheese snackies, please. So, da bin ich auch schon wieder.
komisch. Warum funktioniert das nicht? Warum ist denn das nicht connected? Komisch. Jetzt, ja, sehr komisch, dass das nicht connected war. Sonst ist das immer von selber connected. Ich muss noch mal ganz kurz Pause machen. Bin gleich wieder da. So. I've had just about enough of the intercom shenanigans. You don't know me. You don't even know my first name. Is it Inter? Actually, yes. I sense something. I sense that the nugs in the cafe will be particularly good today. Jalam, do you think I should get into Gooniverse? Yeah, I don't think you're cutthroat enough, Pang. You haven't seen me getting ultraviolet tickets. Please note, Cosmonius High has the most advanced tech in the galaxy. From 50 years ago.
So, da bin ich wieder. Und ich muss mal ganz kurz hier was in den Chat schreiben, um zu gucken. Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Warum geht das nicht? Das ist aber jetzt blöd. Warum überträgt der mir das nicht? My fathers will be so disappointed with Cosmonius High. Ja, ja. Bla bla. Ich bin verwirrt. Ja, gut. Dieses Spiel würde ich jetzt auch nicht mehr so lange spielen. Ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz gucken. Uns fehlen noch 4 versteckte Achievements. Ansonsten haben wir alles. Und ich dachte, irgendwas hätte es auch zu tun mit diesem kleinen Freund da drüben. Aber gut, wenn das so nicht funktioniert, lassen wir das. Ich würde dann jetzt zu Beat Saber wechseln. Genau, dieser komische Chat ist jetzt weg. Ich werde jetzt... Huch. Hallo, ich brauche einmal meinen Controller wieder. Warum ist denn das jetzt beide aus? War ich so lange weg? Okay. Huch, was habe ich jetzt gemacht? So, Exit Game. Ja, sure. Gut. Dann...